Moin Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir reacten mal wieder auf Varian. Neuer Sketch, Handwerker versus seltsamer Kunde. Wir schauen rein. Let's do it. Schönen guten Tag. Also schön 5 Minuten vor Feierabend hier reinklatschen, ne? Ja, wenn ich euch schon auf den Sack gehe, dann richtig. Wenn ihr euch jetzt noch gegenseitig die Taschen vollhaut, dann hau ich ab. Du wartest hier noch schön mit mir, du Stift, Junge. Und was soll ich jetzt in der Zwischenzeit machen? Ich sag dir jetzt, dass du aufräumen gehen sollst, aber im Wald stellst du dich irgendwo in eine dunkle Ecke und spitzt mit deinem Telefon rum, Junge. Ja, okay. So läuft das. So läuft das tatsächlich. Aber er führt hier quasi so ein bisschen, er führt in den Videos so diese Story von dem Handwerker und dem Lehrling immer ein bisschen weiter. Das finde ich eigentlich ganz cool. Weil die sind absolut feierbar. So die Beziehung zwischen den beiden ist sehr, sehr lustig, die er da aufgebaut hat. Ist ein bisschen länger als sonst. 3 Minuten sogar diesmal. Mal gespannt. Also fängt auf jeden Fall schon mal wieder sehr nice an hier. Okay, dann mach ich das. Und nicht, dass das so endet wie beim letzten Mal. Du, Chef, sag mal, hast du den Lehrling irgendwo gesehen? Nee, du, den habe ich seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Ja, okay, gut, denn... Ja, und was genau wollen Sie nur haben? Ganz wie einfach wieder rausgehen. Ja, und was genau wollen Sie nur haben? Ja, uns hätte ich ganz gerne was gebaut von Ihnen. Ach, Sie wollen was gebaut haben von mir? Ja, genau. Ha, hier bei uns. Ja, deswegen bin ich doch hier. Und ich soll das machen? Ja, ich sag Ihnen das. Was genau wollen Sie denn haben? Ja, ich habe Ihnen extra eine technische Zeichnung mitgebracht. Ja, bestimmt irgendwie Paar auf dem Einkaufszettel geklaut, nee. Ich habe Küchenrolle genommen. Hier, zeig ich mir hier den Mist. Das ist das Haus vom Nikolaus. Was ist das denn für ein Quatsch? Ach so, nee, Entschuldigung. Da habe ich versucht, das Haus vom Nikolaus in einem zu malen. Aber das ist doch gar nicht so schwer. Das ist... Die Hütte vom Nikolaus, ja. Yeah. Könnten wir eventuell die Zeichnung durchgehen? Ja, dann zeig doch endlich her. Entschuldigen Sie hier, das ist die Zeichnung. Ja, und was genau soll das sein? Also das da ganz unten ist ein Baum. Ja, und was soll das da sein? Und das daneben bin ich als Ritter. Cool, ne? Und deswegen bräuchte ich jetzt ein Vordach für mein Haus. Okay. Oder wie ich ganz gerne nenne, die Festung. Ja, und aus welchem Material hatten Sie gedacht? Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber ich habe letztes Mal so eine Doku gesehen und hätte das ganz gerne aus Marmor oder Mahagoni oder so, weil das soll ja auch stabil sein. Ja, und was genau ist das für ein Mist? Das ist ein Aussichtsturm. Und das daneben ist ein Katapult. Oh. What the fuck? Was? Ich komme gar nicht mehr mit, Alter. Und wozu genau brauchen Sie einen Turm und einen Katapult? Ich dachte, wenn mein Nachbar mir mal wieder auf die Nerven geht mit seiner elendigen Hecke. Wenn er wieder ankommt und zu mir meint, dass die Hecke zu hoch gewachsen ist, ja, dann bin ich bereit. Der soll nur kommen, der Opa. Ich mach den fertig. Also ich könnte Ihnen anbieten, dass wir das Ding aus Stahl bauen. Und wie lange dauert das ungefähr dann? Ich werde Ihnen jetzt sagen, dass ich im Prinzip nur so 2 Wochen brauche, aber im Endeffekt verkacke ich irgendwas und dann dauert es wahrscheinlich 4 bis 12 Wochen ungefähr. Also das ist schon realistisch. Ja, und preislich, wo sind... Ich werde Ihnen sagen, es dauert 2 Wochen, aber irgendwas verkacke ich schon. Immerhin. Hier ist es realistisch dargestellt, auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Das ist schon realistisch. Ja, und preislich, wo sind wir da? Das weiß ich nicht, ich baue hier nur. Also können wir das doch ungefähr sagen. Soll ich Ihnen meinen Nein nochmal aufmachen? Ich weiß das nicht. Wo kann man denn hier mit dem Chef schneiden? Ja, keine Ahnung, im Büro oder ich so. Ich will ne? ihn jetzt nicht extra deswegen nerven. Was ist denn da unten? Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Das bin ich in meiner Ritterrüstung, wie ich einen Drachen bekämpfe. Auf meinem Vordach. Und der Drache ist mein Nachbar. Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo Ihr Gesell ist? Ich hätte noch ein paar Fragen zum Aussichtsturm auf meinem Vordach. Nee, ich glaube, der ist vorne abgehauen, nach Hause. schön 5 Minuten vor Feierabend hier reinklatschen, ne? Oh Gott. Oh Gott. Ah, fuck. Ah. So. Sehr schön auf jeden Fall wieder. Extrem bescheuert die Folge. Wir schauen noch in die Outtakes rein. Warte mal, rede ich so? Erzähl's mir! Und das daneben bin ich als Ritter. Cool. Wie? Cool. Und das daneben bin ich. Als Ritter. Cool, ne? So. Okay. Warte. Oh Mann, ey. Warte. So? Lass mal drüber. Ach so. Nur so lang.
Ey, Digga. Das ist so geil, wie er lacht, Alter. Ich schwöre, die Lache ist so ansteckend von ihm, das ist brutal. Junge, deine Fresse, Alter. Ich komme noch nicht drauf klar. Oh, warte. Ey, das ist so richtig Douglas, Alter, warte. Ey, das ist, warte, ich bin in Flow gerade, ich bin nicht als Kunde gerade, weil ich das echt witzig finde. Warte. Dann könnte ich doch eigentlich schon los, oder? Boah, den hat man voll Mitleid mit ihm so. Ja. Dann könnte ich doch eigentlich los, oder? Oh nee, Mann, das ist so, da hab ich ja sogar mit mir Mitleid. Warte. Ist das bescheuert, ey. Oh Mann, ey, warte. Ja, auf jeden Fall immer richtig viel Spaß beim Drehen, ja, das sieht man, das ist halt wichtig, das ist cool, das freut mich für ihn, Alter, er ist so ein sympathischer Typ. Okay, ich feier den einfach. Und eventuell Gold. Ja, das ist doch mal was. Das sieht aus wie ein Kind. Ja? Wie? In dem Pullover. Gut, ich bin dann erstmal weg. Ah, oh, fuck, kannst du nochmal aufmachen? Ach, bei Varian ist man einfach immer gut unterhalten. Man hat einfach Spaß. Videos gehen im 0, nix rum. Sind unterhaltsam. Checkt Varian aus. Links in der Beschreibung, Leute. Lasst Support da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Macht es gut. Haut rein. Und ciao.